Hallo Paul. Es ist kalt. Ja, das ist es. Alter, auf Egon kommt, weil sie gerade gemacht. Boah. Sieben Grad, ne? Ja. Hauptsache der Winter kommt jetzt nicht noch doch. Doch. Noch doch. Noch doch. Was denkst du? Haben wir noch mal Pech? Laut Wetterbericht, ja. Na schön. Dann gehen wir jetzt zu was Erfreulichem. Ja. Erfreulichem. Zwar, auch nicht so oft, haben wir einen LS hier. Ich hatte ja auch mal einen, den Vorgänger. Ich muss ehrlich sagen, so zum Cruisen, daily-technisch, Reisen, wirklich ein richtig geiles Auto. Also ein geileres Ding hatte ich, was Komfort angeht, noch nicht. Aber was mir halt gefehlt hat, war so ein bisschen, also Bums war da, das weißt du ja selber auch. Mhm. Aber das ganze Ding war nicht sportlich halt einfach, ne? Und wenn man mal ein bisschen zackiger fahren möchte, das ist halt einfach das falsche Auto. Vom Empfinden her zumindest. Aber gut, gehen wir jetzt auf den ein. Optisch natürlich, gar keine Frage, richtig geil. Ja. Da braucht man gar nicht drüber diskutieren und da akzeptiere ich auch keine Diskussion. Es ist einfach ein geiles Auto. Punkt. Fakt. Der hat ein paar schicke Carlson-Felgen bekommen. Die, finde ich, sehen sehr schick auf dem Auto aus. Ja. Auch die Maße sind, man könnte fast sagen, es gibt sogar noch eine Nummer größer. Das sind 21. Ja, aber Zoll. Guck doch mal. Ja, die sehen fast klein aus an dem Auto. Ist krass, ja. Unser werter Kunde, der übrigens auch Chaser-Besitzer ist oder sich nennen darf, was ihn schon sehr sympathisch macht, hat sich aber noch ein paar Junction Blues-Fan gekauft. Mal gucken. Ich finde die eigentlich schon ganz geil, aber mal schauen, was daraus wird, ne? Ja. Ich würde sagen, wir gehen mal auf das Interessante ein, und zwar innen. Also es ist ein 460 Long Version, sage ich noch dazu, mit einem dezenten Motor auch. 4,6 Liter, 370 PS. Und es ist Mittag. Deswegen warte ich gerade. Ist ja gleich vorbei. Sesam, öffne dich. Hat er eigentlich Soft Close? Hat er. Sehr schön. Hab ich nicht mehr in meiner Popelkarre. Der Lexus vorher hatte alles. Also als allererstes, ich finde dieses Dekor unglaublich geil. Ja. Ich kenne Leute, die finden das unglaublich hässlich, was ich unglaublich nicht verstehen kann. Aber nee, also ich finde es einfach, da ist noch deine Ekelmatte drin. Die Ekelmatte muss ja auch drin sein. Weil du eklige Gammelfüße hast. Ja, bei dem Wetter auf jeden Fall. Das Braun hier, also dieses Leder, klar lässt sich drüber streiten, ist... Zu dem Dekor hätte es vielleicht noch ein Tick dunkler sein dürfen. Aber hässlich ist es nicht. Nee, an und für sich finde ich das zweifarbige mega geil. Aber um nochmal auf das Dekor zurückzukommen, ist es einfach geil. Ja. Diese Maserung, ich weiß nicht. Kenne auch nichts Vergleichbares. Vielleicht weiß ja jemand von euch irgendwie was Vergleichbares, so ein Auto oder ein Hersteller, der sowas hat, aber ich kenne das nur von Lexus und ich finde es geil. Ja. Habe ich ja jetzt, glaube ich, schon 8-mal gesagt. Auch die Anordnung, alles so, ja. Mit der Uhr und auch die Mittelkonsole mit diesen ganzen 300.000 Knöpfen da drin. Ja, mega schick. Es ist halt viel Ausstattung, aber trotzdem schön dezent und schlicht verpackt. Also, obwohl es so viele Varianten gibt, auf Knöpfen rumzudrücken. Ich wollte gerade fragen, ob der überhaupt einen Sonntag hat. Das klärt sich ja von selbst. Ja, ich brauche jetzt nicht mal hingucken. Ich habe es ja gesehen, aber ich meine, ja, Quatsch. Also, gibt es überhaupt einen ohne? Ich weiß es gar nicht. Es ist kalt, meine Hände frieren ab. Ja, dann legst du ans Lenkrad. Der hat Lenkradheizung. Das ist auch kalt. So, jetzt kommen wir nach hinten. Was ich noch nicht gesagt hatte, und das ist ziemlich geil, also hat man auch nicht so oft, es ist ein Executive. Auch eine Menge Spielerei in der Mitte drin. Viel Platz. Kann man so machen. Das Dekor geht hier natürlich weiter. Aber was auch geil ist, sind diese zweifarbigen Sitze. Ja. Also, ja, ich finde es einfach schön. Ist ein sehr schönes Auto, da kann man sich mit zeigen lassen. Kann man so sagen, denke ich, oder? Wir kommen nach hinten. Da steht All-Wheel-Drive, Fritz. Ja, was bedeutet das? Alle werden dick. Gut, das haben wir ja hinter uns. Ja, siehst du, das liegt nämlich gar nicht an uns und unseren Gewohnheiten, sondern das sind immer diese Autos, wenn AWD draufsteht, dann, ja, tja, willst du machen. Ja, hinten, was gibt's zu sagen? Also das Heck finde ich sehr cool. Es sieht fast schon sportlich aus. Woran erinnert mich das Heck? War das der neue Camry? Der sieht ein bisschen ähnlich dazu aus, ne? So von den Lichtern her. Aber so an sich, der GS sieht zum Beispiel wieder anders aus. Mhm. Und na, der IS geringen Maße, die Lichter sind zumindest gleich angeordnet. Aber so, auch mit dieser Führung an dieser Kofferraumklappe und so, ne, das ist schon, ja, wirklich durchdesignt bis zum Ende. Da
da ist es auch immer ganz schwer, finde ich, dass man optisch irgendwelche Designelemente noch anbringt, ohne dass es schon dann nach zu viel aussieht. Ja, man braucht sich ja bloß die Heckstoßstange angucken mit diesem angesetzten Diffuser ja. Und dann dieser komischen Designlippe noch da drüber und die Auspuffblenden, da ist schwierig was, apropos Auspuffblenden, ne? Da komme ich mal auf den Alpha zurück, mit den Vierkantrohrauspuff. Ja. Warum nicht sowas? Fakt. Warum? Sie machen es doch bei dem hier zum Beispiel. Ich verstehe es nicht. Oh, Vorsicht, Spritzer, war gerade die Akult-Gang. Oh nein. Die suchen wieder Opfer. Die wollen Durchfall verbreiten. Ja, jetzt sind wir natürlich auf der richtigen Seite angekommen, wenn man hinten sitzt, weil man hat ja bei so einem Auto auch immer einen Fahrer. Ich weiß nicht, ob man den bei Lexus dazu kaufen kann, aber dadurch hat man, weil ist ja dann immer so, Fahrer sitzt da, also sitzt der Gefahrene hier. Ja, also Fußraste ist am Start. Ich muss selber erstmal die Knöpfe angucken. Massagefunktion, Heizung, Kühlung, sämtliche Verstellungen, die man sich vorstellen kann. Ein Kühlschrank im Mitteldings ist auch drin, ne? Soweit ich weiß. Aber auf jeden Fall hat er einen Blu-ray-Player. Ja, das wollte ich auch gerade noch sagen. Das ist wichtig zu erwähnen. Da könnten wir hier Waterworld nochmal gucken. Stimmt. Dann brauchen wir uns keinen Blu-ray-Player kaufen. Vor allen Dingen auch Mark Levinsons Soundanlage. Das ballert bestimmt. Ich denke, lässt sich aushalten, da einen Film drin zu gucken. Ja, also ausstattungstechnisch natürlich ganz weit vorne, aber das ist ja Lexus allgemein. Ich hatte ja vor dem LS, hatte ich ja schon mal einen Toyota Celsior, was ja im Prinzip auch ein LS ist. Und selbst für das Baujahr, was der schon alles hatte, ja. Ja. Mit Casino-Deck. Mit Casino-Deck. Wir gucken, ich meine, man sieht nicht viel durch die Abdeckungen, aber ich denke mal, wir werfen trotzdem noch einen Blick vorne in die Haube rein, wa? Ja. Ja, wie schon gesagt, man sieht halt nicht viel. Was ich ein bisschen schade finde, aber das ist irgendwie, weiß ich, ob das Pragmatismus ist oder ja, einfach... Wegen Schallschutz würde ich behaupten. Ich finde es einfach hässlich. Es ist Plaste, es ist hässlich, es ist, da habe ich auch schon ganz anderes gesehen. Und du auch. Ja. Also da hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr Mühe geben können, findest du nicht? Man hätte auch das Plastik irgendwie anmalen können, keine Ahnung. Aber da guckt ja eh bloß das Personal rein, also von daher. Im Prinzip hast du schon recht. Weil die sich dieses Auto, ich sag mal, neu kaufen, wer guckt von denen in den Motorraum rein? Ja. Und sagt, oh, ich brauche Öl zum Beispiel. Ich denke, niemand. Da kann man, glaube ich, recht sicher sein, dass da niemand von, alter mein Freund, dass da niemand von reinguckt. Deswegen kann ich hierzu auch nicht viel sagen, außer Plastikabdeckung, großer Motor, Brom. Gesprochen wie ein wahres Wunderkind. Denke ich auch, oder? Ich habe was entdeckt. Oh nein. Du hast das Auto nicht richtig sauber gemacht. 10 Punkte Abzug für Gryffindor. Gryffindor kann eh keiner rein. Um deine 10 Punkte wieder zu bekommen, musst du dann jetzt einen Porn machen. Das mache ich doch gleich. Ich überlege gerade, ob das zeitlich passt. Ich glaube im nächsten Video noch nicht, aber wir kriegen die nächsten Tage Besuch, habe ich gehört. Das können wir auf jeden Fall, werde ich diese Person ins Video ziehen. Ob sie will und nicht. Der kann sich schon mal drauf freuen. Das ist schon mal als kleinen Teaser. Falls es nicht passt mit nächster Woche, finden wir aber trotzdem was anderes, denn jetzt hat es ja angefangen. Ihr seht ja, der Subaru ist schon da, der LS ist da und es kommt noch ein ganzer Haufen weiterer Autos. Da haben wir auf jeden Fall einiges zu zeigen. So viel steht fest. Gut, also ihr genießt den Porn von Fritz. Liken, teilen, kommentieren, abonnieren, wie immer. Und das Blatt und ich wünschen euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.